Ja, herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast und auch heute dabei der gute Tom Arthur. Hallo Arti. Und wir schauen heute Inside Politik, Geld gegen Hass, warum um Jawohl. Demokratieförderung gestritten wird. Ja, und im Klappentext steht: Mehr Hass im Netz, mehr Anfeindung gegen Politiker, es werden Veranstaltungen abgesagt und der Bürger und Bürgermeister treten zurück. Welche Folgen hat das für die Demokratie? Okay, also das Bürgermeister zurücktreten ist mir tatsächlich neu. Ist dir da was Das ist mir bekannt? auch neu, wegen Hass. Naja, die werden bestimmt irgendwas hervorkramen im Zusammenhang mit Corona, nehme ich an. Dass irgendwelche Leute zurückgetreten sind wegen Corona-Protesten. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Aber mal sehen. Würde Wir hatten ja vorsichtig nämlich sagen, mal. das wüssten wir dann, oder? Ich denke auch, naja, das Ding ist, ich weiß nicht. Wir hatten ja mal diesen, weil ich auf Corona komme, wir hatten doch mal vor kurzem gesehen, diesen Clip, ich glaube Stern TV, die Reportage war das. Die Aufrechten oder so hieß das. Und da ging es um ostdeutsche Linke, sage ich mal, die halt hier aufrecht genug sind und im bösen rechten Ostdeutschland ihre Stimme erheben gegen die bösen Nazis. Und da war so ein grüner Bürgermeister und der hatte wohl ziemlichen Unsinn verzapft und gesagt zur Corona-Zeit. Und der hat ja dann mega rumgeheult, weil auf einmal der Zug, also da war so Demonstrationen am Montag immer zu Corona-Zeiten, ist halt auch an seinem Haus vorbeigezogen und hat halt dann böse Sachen gesagt. Aber Hat er er ein ist nicht bisschen rumgeheult. zurückgetreten, oder? Ja, aber ich meine, deshalb komme ich darauf, vielleicht ist sowas mal passiert, Passiert. dass einer dann wirklich zurückgetreten ist. Das wäre jetzt zumindest meine Vermutung. Okay, schauen wir mal, was uns hier kredenzt wird als Beispiel. Ja. Hass. Und wie man dagegen vorgeht. Es gibt richtig Streit in der Ampel um das Demokratiefördergesetz. So ein Gesetz will Innenministerin Faeser von der SPD und Familienministerin Paus von den Grünen will das auch. Aber die FDP sagt, nein, Geld gegen Hass, so ein Gesetz, das sei verfassungswidrig. Wer die Demokratie schützen will. Es ist vor allen Dingen infantil von dieser Name. Ja, das ist, ja. Demokratiefördergesetz, als wenn man an so einer Förderschule wäre. Und die ganzen Ja. Bürger sind hier irgendwelche Hulduliis und. Vor allem Demokratieförderung heißt so einfach nur Regierungsförderung. Also wir ganz ehrlich, wir wissen doch alle, worauf das abzielt. Die Ko Opposition soll geschwächt werden und die einzige Opposition, die einzige ernstzunehmende Opposition in diesem Land ist die AfD. Das ist einfach nur ein Anti-AfD und damit ein Anti-Oppositionsgesetz. Ja, beziehungsweise es werden auf jeden Fall irgendwelche NGOs gefördert, die dann gegen die AfD arbeiten, ne? Richtig, darauf läuft es hinaus. Ja. Also wie die Milliarde gegen rechts und so. Es ist mal wieder netter verpackt, natürlich. Also Framing können die Leute auf jeden Fall. Ja, die haben immer so wohlklingende Namen, diese Maßnahmen halt, ja, wie halt hier Demokratieförderung oder Gut, der Selbstbestimmung und Doppelbums war nicht so schlau, ne? Gleichstellung, ja. Aber meistens sind es halt solche Namen, die irgendwie ans Wahrheitsministerium erinnern. Ministerium für Wahrheit bei George Orwell. Sich selbst in den Grenzen des Grundgesetzes bewegen und sich an dessen Prinzipien halten. Was steckt hinter dem Streit um die Demokratieförderung? Wir gucken uns genauer an, was da geplant ist und warum das Gesetzesvorhaben gerade wackelt. Mein Name ist Dorte Ferber und ich berichte aus dem ZDF-Hauptstadtstudio auch über das Thema Hass gegen Politikerinnen und Politiker. Den Hass gibt es offen auf der Straße, zum Beispiel am Aschermittwoch in Bieb. Ich habe das schon letztes Mal gefragt, als wir was von Inside Politics geschaut haben. Warum wurde denn jetzt hier so nah an die rangezoomt? Also, was wollt ihr mir denn damit sagen? Also, das wirkt hier wie in einem YouTube-Clip dadurch so zusammengeschnitten. Ach, das ist das, was ich immer wieder bemängel beim ZDF, so diese YouTubisierung von dem ganzen Ding. Also, Man will hip sein. als alles nur noch wirkt, als hätte sich Le Floyd hier hingesetzt. Ja, die wollen hip sein und die tun auch immer sich selbst hier vor die Kamera setzen. Also, wisst ihr, sie sind immer so sehr präsent als Personen, auch die Moderatoren. Es geht da nicht mehr so viel um die Sache wie bei irgendwelchen Reportagen, wo du halt nur eine Stimme aus dem Off hast. Gibt's offen auf der Straße, zum Beispiel am Aschermittwoch in Biberach. Da flogen Steine und schließlich wurde die Grünen-Veranstaltung abgesagt. Aus Sicherheitsgründen. Nicht kompromissbereit, es sind keine Demokratinnen und Demokraten, sie wollen nur stören. Die Grünen bekommen gerade am meisten ab. Aha, da flogen Steine. Also uns ging um die Grünen. Ich nehme an, das wird im Zusammenhang vielleicht mit den Bauerprotesten gestanden haben, diese Ja, Veranstaltung. sind ja nicht bloß Bauern, auch also jede Menge kleine mittelständische Unternehmen, die da Ja. mitfahren und mitbuhen, ne? Weil das war zumindest
naja, würde ich meinen, der einzige Zeitpunkt, wo wirklich im großen Maße in letzter Zeit auch real physische Aktionen bei grünen Veranstaltungen waren. Weißt du, was ich meine? Also, ich meine, wir Rechte, wir beschweren uns seit Jahren über die Grünen, aber wir machen jetzt keine Gegendemo, wenn irgendwo eine grüne Demo ist. Das war halt mal ausnahmsweise jetzt zuletzt so ein Bauernprotest und so. Und das wurde ja auch schon zigfach behandelt von anderen YouTubern. Die Bauernproteste an sich sind ja halt auch unpolitisch gestartet. Ne? Ja, ja. Natürlich haben alle versucht, da irgendwie Kapital rauszuschlagen. Also da will ich die AfD auch nicht ausnehmen, die dann gesagt hat, wir stehen an Bauers Seite und so. Klar, dafür sind sie halt Politiker, dass sie so natürlich im Fahrwasser dann mitschwimmen. Macht jeder. In dieser Was Kaste, ich jetzt meinte mit hochgekocht, das Thema Hass wurde halt in dem Zusammenhang hochgekocht. Zum Beispiel ging es darum, dieser Riesenskandal, dass da ein paar Bauern an der Fähre vom Robert Habeck standen. Mhm. Und die haben die, das waren glaube ich 50 Bauern oder so, und haben halt den Habeck gefordert, dass er die Fähre verlässt und mit denen spricht. Einfach nur, ach nee, anders, die wollten in die Fähre reingelassen werden und halt mit dem Habeck sprechen. Und ja, ist halt nicht passiert. Der Habeck ist dann mit der Fähre abgefahren und so. Und dann war es halt Riesenskandal in den Medien. Ja, die haben doch die Fähre am Abfahren blockiert und das war undemokratisch und hast du nicht gesehen. Und das sind solche Dinge, was ich meine mit Hochkronk auch hier. Also das waren ja so 50 Leute, die alle so Ü50 waren. Ja. Das ist jetzt kein Sturm aufs, also es wurde so verkauft als Sturm aufs den Reichstag, aber, oder Sturm aufs Bastille. Aber nee. Nee. Und auch hier, ich nehme an, na gut, naja, ich weiß es nicht. Ich will auch nicht der Typ sein, der den anderen viel reinlegt. Weil ich meine, wenn die Polizei jetzt tatsächlich hier diese Veranstaltung absagen musste, wegen Sicherheitsbedenken, na, finde ich schon relativ krass. Also da muss ja vielleicht doch hier und da was vorgefallen sein. Den Punkt würde ich denen dann geben. Ja, ich weiß es nicht. Also ja, gerade die Grünen, wenn ich so an früher denke, hier den Joschka Fischer, Steinewerfer gegen die Polizei und so. Also die sind ja Hartes gewohnt, bloß halt von der anderen Seite. Früher, die Grünen heute, das sind doch mega die Weichspüler. Anscheinend, ja. Ab, aber auch andere Parteien. In Thüringen gab es einen Brandanschlag auf das Wohnhaus eines SPD-Kommunalpolitikers und Hakenkreuzer auf einem linken Büro. Was tut... Wollt ihr mal bitte zählen, wie viele Brandanschläge es gibt auf Autos und Veranstaltungsorte von AfD-Politikern? Also, und wirklich physische Attacken. Also, warum tut ihr denn diese Attacken hier vorher vorstellen? Also, wenn jetzt hier nicht wirklich mal ein bisschen was über AfD-Politik kommt, die was abbekommen, dann wissen wir doch, dass das hier keine unvoreingenommene, neutrale Reportage ist. Also letztens hat doch der Fuhrpark von irgendeinem Unternehmer gebrannt, der, ich weiß es nicht genau, entweder AfD-Mitglied oder Sympathisant ist. Ja? Hm. Und wenn die Versicherung nicht zahlt, dann ist der ruiniert. Also wirklich seine 10 Autos oder so, die er hatte da, alle weg. Ja, und wie gesagt, ständig passiert das, dass irgendein Veranstaltungsort oder zumindest die Leute, die Unternehmer, die an den Veranstaltungsorten stehen, an irgendwelchen Restaurants oder so, eingeschüchtert werden von Antifa-Gruppen. Oder eben, dass wirklich Wahlkampfbüros von der AfD eingeschmissen werden und Autos angezündet werden. Und davon hört man hier nichts. Da schwöre ich Stein und Bein, dass das hier nicht erwähnt werden wird. Und das war jetzt übrigens Quelle Antifa, was wir euch erzählt haben. Das sagen sie ganz offen, dass sie das gemacht haben. Also. Ja, natürlich. Ja. Tun dagegen. Gegen den Hass vorgehen, sagt die Innenministerin. Nancy Faeser will Demokratie fördern mit einem sogenannten Demokratiefördergesetz. Für mich ist das Demokratiefördergesetz so wichtig, weil es die zivilgesellschaftliche Arbeit gegen Extremismus auch und gegen Rechtsextremismus so stark unterstützt. Wer sich also gegen Extremismus stark macht... Sie hat schon die Katze aus dem Sack gelassen, ne? Es geht also gegen Rechtsextremismus, ne? Ja, genau. Und das meine ich. Also dieses Demokratiefördergesetz ist ein Anti-Oppositionsgesetz. Ja. Mehr kann man dazu doch gar nicht sagen. Gefördert werden. Zum Beispiel das Anne-Frank-Zentrum, Hate Aid oder auch die Caritas. Hunderte von Organisationen und Vereinen. Geld gegen Hass klingt nach einer guten Idee, oder? Aha, ich fand jetzt hier die Zusammenstellung ganz interessant von diesen Unternehmen, die sie hingestellt haben. Also Anne-Frank-Zentrum, Hate Aid, Caritas. Zumindest bei Anne-Frank-Zentrum und Caritas würden halt nämlich die meisten Leute sagen, ja, das sind doch wahrscheinlich... Klingt vernünftig, ne? Klingt vernünftig.
Bei Hate Aid, da sollte man schon stützig werden. Also das werden die meisten Leute nicht kennen, aber das ist halt auch so eine, einfach eine linke Stiftung, muss man sagen. Also die ist nicht politisch neutral. Da geht es auch nicht um generell um Hass oder um Mobbing oder so. Das ist halt einfach eine linke Stiftung. Und was sie zum Beispiel hier nicht genannt haben, sind so Amadeo Antonio Stiftung zum Beispiel. Also Akteure in dem Spektrum. Mhm. Weil die sind nun mal hart politisch links verortet und die werden davon am meisten profitieren von diesem Gesetz. Ich denke auch Sea-Watch oder so sind bestimmt mit dabei. Ja. Also, dass man hier Anne Frank und Caritas hinstellt, das halte ich für Zweigenplatte. Ja, also das halte ich für eine sehr bewusste Auswahl jetzt hier, um ein bisschen was zu verschleiern. Mhm. Und Verein. Geld gegen Hass klingt nach einer guten Idee, oder? Ist aber total umstritten, selbst in der Ampelkoalition. Man kann die grundsätzliche Frage stellen, ob es Aufgabe des Staates ist, durch Aussuchen bestimmter Organisationen die Demokratie zu fördern. Okay, heißt das? Ich würde sagen, er hat es wieder sich enthalten bei der Abstimmung. Ja. So mutiger Kubicki. Ja. Das ist so ein Wiesel, ne? Immer wenn es ernst wird, dann enthält er sich. Das ist, ja. Oder ist aus Versehen nicht zur Abstimmung da. Ja, also ich habe null Respekt vor dem deswegen. Ich finde das einfach menschlich absolut schwach. Also es ist wirklich feige. Du stellst dich immer in die Zeitung, tust dann brav deine konservativen bis rechten Standpunkte vorbeten und in Abstimmung enthältst du dich. Also das ist einfach nur feige. Ja. Weg mit dem. Hilflos gegen Hass. Warum wird so gestritten? Die Ausgangslage ist ganz schön bedrückend. Die Zahl der Angriffe auf politisch aktive Menschen steigt seit Jahren. Am stärksten betroffen sind die Grünen. Im vergangenen Jahr gab es 1219 Angriffe auf Repräsentanten der Partei. Aha. Das stimmt tatsächlich. Okay, aber was sind das dann für Angriffe? Das sind doch dann wahrscheinlich auch Meinungsangriffe, sag ich mal, oder? Ja, so Buhrufe und scher dich nach Hause. Ja, eben. Eben. Aber wenn es jetzt um wirklich gewalttätige Angriffe geht, dann würde ich Stein und Bein drauf schwören, dass da die AfD ganz oben steht. Also ich weiß, dass jetzt bei der genannten Zahl die AfD nicht weit dahinter liegt. Tatsächlich. Mm-hmm. Ich glaube, die sind auch über 1000 oder sowas. Und dann die anderen Parteien sind irgendwo in den unteren 100er Rängen. Ne? Mm. Einfach weil die Grünen es halt geschafft haben, richtig beschissene Politik anscheinend zu machen. Ne? Ja, das ist klar. Ich meine, vor 2 Jahren, das war ja noch, da war ja Aufbruchstimmung, ne? Das grüne Wunder und so weiter. Also. Hast du hier etwa Mai Thi Nguyen zitiert? Also, wie heißt die nochmal? Wie nennt die sich? Keine Ahnung. Mailab, meinte ich. Nee, ich habe einfach nur so ein Wahlplakat hier von denen. Ach so, okay, weil die hat letztens im Video gesprochen von der Aufbruchsstimmung, die geherrscht hatte angeblich, als die Grünen gewählt worden sind. Ja, okay, ich dachte, du hast die zitiert. Alles klar. Zu 224 Angriffe auf Parteieinrichtungen oder Geschäftsstellen der Partei. Und das hat Folgen. Parteiveranstaltungen wie eben der Aschermittwoch werden abgesagt. Und Menschen, die sich gegen Extremismus engagieren. Hast du gemerkt, es war wieder dasselbe Beispiel. Sie haben gerade gesagt, es gab 224 Angriffe auf irgendwelche Parteibüros und Veranstaltungen. Nur um dann nochmal das andere Beispiel, was sie vor einer Minute hatten, nochmal zu zitieren. Ja, da hatten sie immer ein Bild gezeigt. Also das würde ich denen jetzt nicht mal übel nehmen. Ja, aber da hätte ich doch jetzt ein anderes Beispiel gebracht, wenn ich aus Hunderten auswählen kann. Ja, wahrscheinlich sind die alle nicht so dolle. Also das ja, wird richtig. Wahrscheinlich der heißeste Scheiß gewesen sein, ganz ehrlich. Ja. Regieren müssen mit Angriffen rechnen. So war es bei dem Brandanschlag auf das Haus des SPD-Politikers Michael Müller aus Thüringen. Der hatte zuvor eine Demo für Demokratie organisiert und sagt, das Klima werde spürbar rauer. Nicht nur in der Politik, also auch, weiß mal, am Stammtisch oder bei Social Media oder wenn man in der Familie redet. Und das finde ich einfach schade. Müller macht weiter, aber es gibt auch Leute, die zurück... Aha, du findest also schade, dass der Ton rauer wird. Na, das gehört nun mal zu Demokratie. Also, wenn Leute eine andere Meinung haben, dass sie dann rau mit dir reden. Also, ich meine, von der anderen Seite, von SPD-Seite, geht das doch andersrum genauso. Ich meine, da wird so hart auf AfD und Konsorten eingeprügelt, werden Leute als Ratten bezeichnet, die in ihre Löcher zurückgeprügelt werden müssten. Corona-Leugner ist ein Begriff. Querdenker müssten irgendwie, sind Blinddarm der Gesellschaft, all diese Themen. Genau, also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die sich gerade vom Täter zum Opfer umlabeln wollen. Ja, das ist eine Täter-Opfer-Umkehr, richtig. Also, weißt du, du haust jemanden die ganzen Jahre so, ne, du Blindern der Gesellschaft, verpiss dich endlich oder werd so wie wir und dann wundert man sich, dass mal Nö zurückkommt, du verpiss dich jetzt und dann so, oh Gott, das ist ja der Hass, wo kommt all der Hass her? Ja.
Ist das Gaslighting eigentlich? Trifft das den wahrscheinlich, Begriff? Wahrscheinlich. zurückgetreten sind, denen die Bedrohung zu groß wurde, vor allem in der Kommunalpolitik. Oh, jetzt gerade zum Beispiel hat der parteilose Bürgermeister Michael Stolze aus der bayerischen Gemeinde Markt Schwaben angekündigt, nicht mehr weitermachen zu wollen. Ihm wurden die Anfeindungen wegen einer geplanten Flüchtlingsunterkunft zu viel. Und Aha. Interessant. Das ist also, ja, sehr interessant. Also gefällt euch die Demokratie nicht. Er wurde angefeindet wegen einer geplanten Flüchtlingsunterkunft. Die Leute waren dagegen. Und hat da gesagt, muss er jetzt hinschmeißen. Ja, die Leute haben gesagt, wer bist du denn? Ich sag, das ist eine funktionierende Demokratie, wenn die Leute von so einem Plan mitbekommen und sich dann dagegen wehren. Und ganz ehrlich, gut, dass du sagst, halt mit dem mitbekommen. Das ist ein guter Punkt, weil es wird oft still und heimlich versucht, so ein Flüchtlingsheim durchzudrücken und dann vollendete Tatsachen zu schaffen. Und das Ding ist, ganz ehrlich, wenn das jetzt mehr als nur Anfeindungen gewesen wären, also jetzt wirklich Mordaufrufe oder hast du denn gesehen oder wirklich physische Taten, dann hätten sie es uns doch hier gesagt. Aber also wir wissen ja jetzt nicht genau, warum der zurückgetreten ist. Genau, er sagt wegen Anfeindungen, aber wie sehen denn die Anfeindungen aus? Nur weil halt alle Leute über ihn meckern. Also das muss ein Politiker nur aushalten. Also wenn er dann menschlich zu schwach ist und dann deswegen geht, dann muss man deswegen kein Gesetz einführen zur Demokratie. Ich würde behaupten, da gab es da mal so einen Abend in so einer Turnhalle in dem Ort, wo es um die Thematik ging. Und er war mehr oder weniger alleine auf weiter Flur. Und alle haben gesagt, was ist mit dir los? Wir sind doch zusammen in die Schule gegangen und so. Warum bist du hier zu Hirn verbrannt? Oder so, ne? Und das ist dann kein schönes Gefühl, wenn der ganze Ort sozusagen gegen dich ist. Das ist in einer Großstadt, kannst du das vielleicht noch eher aushalten, weil es anonymer ist. Aber in so ein paar hundert Seelendorf oder so? Oh oh. Und das ist dann funktionierende Demokratie. Und hier sieht man interessant, wo die Reise hingeht mit diesem Demokratiefördergesetz. Also was jetzt eigentlich bezweckt ist, was für Themen durchgedrückt werden sollen. Und sind da nämlich genau solche Themen. Also die Leute sollen sich halt nicht über solche Massenmigration beschweren. Es soll einfach weiter durchgeballert werden. Die Frage ist doch, was hätte dieses Fördergesetz jetzt in dem Fall geändert? Gar nicht, oder? Nichts, gar nichts. Naja, gut, es hätte geändert, dass linken Stiftungen irgendwelche Gelder zugespielt werden. Ja, gut, ja. Richtig, ja. Und im Netz herrscht besonders viel Hass und die Kommentare sind dafür alle sichtbar. Hier zum Beispiel unter dem Facebook-Profil von Ricarda Lang. Den ersten habe ich nicht lesen können, aber das war doch jetzt. Das erste war, das einzige, was du weißt, wo man für Gutscheine nicht viel Essen bekommt. Ich habe hier einen Text drüber, deswegen kann ich schwer lesen. Wo man für Gutscheine viel Essen bekommt. Oh Gott, das ist es wirklich? Ja, das ist der Hass, den ihr hier rauswählt, auf diese drei läppischen Kommentare. Wo komme ich her, wo will ich hin? Pommesbude. Also, ich meine, so geht's auf Twitter zu. Wollt ihr mal wirklich vielleicht euch einen Post raussuchen von Björn Höcke, dann mal die Kommentare lesen. Das sind auch nur solche Kommentare von linken Gestalten. Oder unter Martin Sellners Posts geht's auch nur so zur Sache. Also kann man sich wirklich nicht beschweren. Es ist halt, du bist Politiker, du stehst für ziemlich streitbare Themen, um es nett auszudrücken. Es kommt Gegenwind, natürlich. Ja. Das ist doch hier alles auf El Bandi-Niveau. Also wirklich. Ich höre schon diese Lacher vom Band die ganze Zeit. Ja, genau. Du bist so dick, du hast eine eigene Umlaufbahn oder so. Ja, also ist wirklich El Bandi-Niveau. Ja. Oh Gott. Manche wollen da aufgrund des Hasses gar nicht mehr erst antreten. Und der Präsident des Deutschen Städtetages kommt zu folgendem Schluss. Hass, Hetze, Drohungen und Angriffe sind eben nicht nur ein Problem, das die betroffenen Kommunalpolitiker individuell stark belastet. Das ist auch eine Gefahr für unsere Demokratie vor Ort. Was also? Sagt er einfach mal so, ne? Ja, ist halt so. Also wenn ich die Aussage rumdrehe, die scheiß Schafe sollen gefälligst die Schnauze halten und uns alle 4 Jahre wählen und dazwischen Maul zu. Richtig. Dann ist die Demokratie am Leben. Genau, man muss das wirklich mal in normales Deutsch übersetzen, was halt hier immer mit Demokratie umschrieben wird. Es geht einfach um linke Politik. Hier linke Politik vor Ort ist in Gefahr.
Ja. Und wie man dagegen vorgeht. Es gibt richtig Streit in der Ampel um das Demokratie. Oh, warte mal, irgendwas ist jetzt gesprungen, oder? Ich war's nicht. Vielleicht hast du mit der Maus reingeklickt. Moment, ich mach nochmal hier hin. Das schaffen wir. So, hier, Hassetzedrohung und so. Dass die betroffenen Kommunalpolitiker individuell stark belastet, das ist auch eine Gefahr für unsere Demokratie vor Ort. Was also tun dagegen? Was meint ihr? Die Bundesregierung hat jedenfalls auch ihre Ideen und die sehen so aus. Schon seit Jahren versucht die Bundesregierung gegen den Hass vorzugehen. Nicht, dass die Ampel auch schon die Große Koalition, also die schwarz-rote Regierung Merkel. Nach der Mordserie durch die Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund forderte der NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag erstmals ein Demokratiefördergesetz. Das war 2013. Merkt ihr was? Das ist 11 Jahre her und das Gesetz gibt es noch immer nicht. 2015 wurde dann ein Bundesprogramm gestartet, das heißt Demokratie leben. Damit fördert die Bundesregierung jetzt hunderte von Vereinen und Initiativen in ganz Deutschland, die sich für Demokratie stark machen. Das sind also Leute, die in Schulen gehen oder Hilfe bei konkreter Bedrohung bieten. Es gibt da sehr viele verschiedene. Also es sind linke Leute, die linke Agendas pushen. Richtig, und das Demokratiefördergesetz, was soll das denn anders machen? Es macht doch genau dasselbe, oder? Es wird halt irgendwelchen linken Stiftungen Geld zugespielt. Bumm, das war's. Ja. Oder wird Hoffelcash, wie man so schön sagt. Oder geht das noch weiter, dass bestimmte Aussagen noch krasser verboten werden, als es schon Sinn oder noch härter belangt werden? Verschiedene Ansätze. Alle haben aber gemeinsam ein Problem. Sie werden immer nur kurzfristig finanziert. Und das ist natürlich eine ganz schöne Zitterpartie, ob das Geld weiter fließt. Das Speis muss fließen. Ja. Das ist ja unfassbar. Das ist halt lustig, dieser ganze Clip ist halt letztlich ein Werbeclip von der ZDF für dieses Gesetz. Also, das ist halt null neutral. Also, ZDF bettelt hier gerade drum, wirklich, dass dieses Gesetz kommt und will das halt den Menschen verklickern, draußen vom Bildschirm, dass sie das auch gut finden sollen. Anderes Bewandtnis hat der Clip dort nicht. Ja. Weil man sich eben jedes Mal neu bewerben muss. Was das konkret bedeutet, habe ich HateAid gefragt. Eine Organisation, die gegen den Hass im Netz berät Betroffene und vertritt sie dann auch vor Gericht. Was wir bisher erleben, ist eher ein Flickenwerk aus Förderprogrammen, die auch wenig verlässlich sind, in dem Sinne, dass sie manchmal zwar für mehrere Jahre angelegt sind, aber dann gar nicht sicher ist, ob sie überhaupt wirklich für 2 oder 3 Jahre bewilligt werden können. Und das soll das Demokratiefördergesetz hoffentlich ändern. Wir müssen was machen für unser Geld. Das kommt nicht regelmäßig. Was, also. So ein Anspruchsdenken, ne? Ja, wirklich. Kein Mitleid für dich. Also, was ist denn das? Hey, ich bin eine NGO. Ich muss mich um Geld bewerben. Oh nein. Oh nein, ja. Die Fördergesetz eben, oder vielmehr das Gesetz zur Stärkung von Maßnahmen zur Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und politischen Bildung, wie es bürokratisch heißt. Vor ziemlich genau einem Jahr war es in erster Lesung im Bundestag und die zuständige Ministerin begründete ihr Gesetz so. Deutschland ist eine wehrhafte Demokratie. Zu einer wehrhaften Demokratie gehört, sie zu verteidigen, ihre Feinde zu bekämpfen, aber eben auch die Demokratie selber lebendig zu machen, sie zu stärken, sie zu fördern, also Prävention zu machen gegen all die antidemokratischen Tendenzen. Also wie du so schön sagst, die Opposition kalt zu stellen, ne? Ja, man muss das immer und immer wieder übersetzen. Also du musst hier so ein Langenscheid-Wörterbuch dir eigentlich hinlegen. Deutsch, linke Politik, grün, deutsch, grün, deutsch. Ja, oder so, genau. Links, deutsch, deutsch, links oder grün, deutsch, deutsch, grün. Genau, also es geht hier wirklich einfach nur Demokratie fördern und so weiter. Es geht um linke Politik und linke Standpunkte fordern. Es geht nicht um Demokratie. Also es ist doch hier nicht in Gefahr, dass man auf einmal nicht mehr wählen könnte, dass es das Parteiensystem vor der Abschaffung stünde, was weiß ich. Also Ja, die Meinungshegemonie ist halt in Gefahr und richtig. Es muss halt dagegen geschossen werden. Das ist das Einzige, ja. Und darum ist dieser Gesetzentwurf so wichtig. Demokratieförderung, eine rundum gute Sache? Klingt jedenfalls so, als könnte niemand etwas dagegen haben. Ist aber nicht so, denn von Anfang an gab es Bedenken. Alter, was war denn das jetzt für ein Framing? Klingt so, als könnte niemand etwas dagegen haben. Also das ist halt wirklich dieses ekelhafte ZDF-Framing, weswegen ich diesen Sender und diesen ganzen Rundfunk sowas von verachte. Also es ist so ein Propagandasprachrohr des Systems. Mhm. Also wie man das hier so hinstellt, ja, das ist alles gut und toll und also mich ekelt's richtig, ganz ehrlich. Also nach, das hat wirklich was von DDR. Nach ihrer Logik muss man das alles, was halt scheiße ist, nur in schöne Worte kleiden und dann kann doch eigentlich niemand was dagegen haben. Ja. Also sowas wie das, sagen wir mal, Wohnraum frei werden Maßnahmengesetz zu deutscher Remigration, ne?
Ja. Könnte man jetzt noch ein bisschen rumfeilen, aber schlussendlich. Kann auch niemand etwas dagegen haben. Das klingt doch erstmal positiv, oder? Genau. Das Kriminalitätsverringerungsgesetz, können wir so nennen. Ja. Da könnte doch niemand eigentlich etwas dagegen haben. Das Frauen nachts halt, aus dem Haus sicher durch den Parklauf gesetzt. Ja. Das Traurige ist halt, dass die uns als Zuschauer für ziemlich dumm halten. Mhm. Also wie Kinder. Wie Kinder reden die mit uns. Ja, wir sind doch so dumm und zahlen den Geld dafür. Also, Ja, und wir sind so dumm und wählen auch die Leute mehrheitlich. Also wir vielleicht im Speziellen nicht, aber die Mehrheit. In der Merkel-Regierung, also der Großen Koalition, kam das Gesetz zunächst nicht zustande, weil die Union von allen, die Geld bekommen sollten, ein Bekenntnis zum Grundgesetz forderte. Eine sogenannte Extremismusklausel. Damals war es vor allen Dingen wichtig für uns, dass es eine Demokratieklausel gibt. Und wir müssen als Staat natürlich sicherstellen, dass das Geld nicht in die Hände von Verfassungsfeinden gerät. Das ist damals an der SPD gescheitert und das ist heute auch der Konfliktpunkt innerhalb der Ampelkoalition. Wieso haben die jetzt wieder auf den so rangezoomt? Ja. Aber jetzt wird es ja interessant. Sinn? Die SPD hat das abgelehnt. Und warum? Vielleicht sagst du es uns jetzt. Ich glaube, es ging nämlich um irgendwelche wirklich sehr weit links stehenden Gruppierungen. Also man muss da immer wieder dran erinnern. Die Nancy Faeser hat noch kurz vor dem Regierungsantritt, also bevor sie Innenministerin wurde, für ein Antifa-Blatt geschrieben. Ja. Also dort Artikel verfasst. Und die Frau ist ganz klar rechts der Mitte unterwegs. Ja, und natürlich haben die kein Interesse an so einer Demokratieklausel, weil dann halt die ganzen linken, oder ich muss sagen, linksextremen Stiftungen eben das nicht wollen. Ja, die würden dann kein Fördergeld bekommen, weil genau, sie diesen Standards nicht. Ich meine, du kannst nicht Deutschland verrecke schreien und dann aber gleichzeitig sagen, hochlebe Deutschland, ne? Ähnliches könnte ich mir sogar vorstellen für islamistische Organisationen, also die dann natürlich nette Namen haben, irgendwie Verein für Muslime, hast du nicht gesehen, die aber halt auch ein bisschen Probleme haben mit dem deutschen Staat, ne? Gerne, die das vielleicht auch nicht unterschreiben wollen zum Demokratie. Ich frage mich gerade, ist das denn trotzdem nicht einfach nur so ein Lippenbekenntnis? Dann sagst du diesen Satz auf, diesen Eid, und dann fließt das Cash, also ja, halt ein schwacher so Punkt. Komisch. Ja. SPD lehnte das damals ab, weil sie Ich muss mal kurz Pause machen, weil du sagst einen schwachen Punkt. Ja, das ist so diese typische, also ich weiß nicht, so diese typische Rechtsgläubigkeit. So nur weil ich was unterschrieben habe, ist es halt jetzt so. Weißt du, was ich meine? Also, weil ich jetzt unterschreibe, ich bin für Demokratieförderung, ist es dann auch so. Also, das ist halt schon wieder so eine kindliche Einstellung. Du kannst halt die Finger kreuzen. Vorher... Ja, eben, eben. Ja. Alle Organisationen unter einen Generalverdacht gestellt sah. Die Merkel-Regierung fand dann keine Lösung und dann kam eine neue Regierung, die Ampel-Regierung. Die startete dann auch neu mit dem Gesetz, nur blieb das Problem. Und das ist jetzt sogar noch größer, denn es geht nicht mehr nur um die Extremismusklausel. Die FDP findet inzwischen, dass oft die Falschen gefördert werden, nämlich meist Vereine und Organisationen, die links ausgerichtet seien. Wenn wir uns die 690 Projekte angucken, die momentan bei Demokratie Leben gefördert werden, dann sind das überwiegend Vorfeldorganisationen von Grünen und Sozialdemokraten und Linken. Und das kann nicht Aufgabe des Gemeinwesens sein. Ob ein Verein links ist, entscheidet in diesem Fall also. Das war eine absolut richtige Aussage. Also es ist Linkenförderung, dieses Gesetz. Und sie wird so. Das gleich einordnen, dass das falsch genau. ist. Genau. Wie wird sie es einordnen? Moment. Mein Wesen sein. Ob ein Verein links ist, entscheidet in diesem Fall also Wolfgang Kubicki. Aber es Nein. Also das war jetzt ein extrem schwacher Punkt. Ob ein Verein links ist, entscheidet Wolfgang Kubicki. Nein, das lässt sich einfach erahnen. Wenn das halt zum Beispiel eine Stiftung ist, die wirklich von der SPD direkt gefördert wird. Also es lassen sich ja ganz einfach Zusammenhänge erschließen, was für Parteimitglieder an welchen Stiftungen und Organisationen aktiv sind mehrheitlich. Dann lassen sich doch ganz klare Zusammenhänge bilden, ob eine Stiftung links oder rechts ist. Ja, und jede Stiftung hat ja irgendwo so, das sind die Kernwerte, für die wir stehen, auf ihrer Homepage. Ja. Und da kannst du es doch schon immer rauslesen, wo die Leute unterwegs sind. Ne? Eben, eben. Im Zweifel dann, ne? Ja, also sowas sehen wir. Also, das am Kubicki. Aber es kommt noch ein Hammer obendrauf. Ein Jahr, nachdem das Demokratiefördergesetz im Bundestag war, haben die Parlamentsjuristen mal genauer drauf geguckt. Und die stellen jetzt ebenso fest, der Bund sei möglicherweise gar nicht zuständig fürs Gesetz. Oder vielmehr, die Bundesregierung macht nicht deutlich, dass das Ziel des Gesetzes nicht ebenso gut durch landesgesetzliche Regelungen erreicht werden kann. Heißt also, die Länder könnten das Gesetz. Gut, das ist jetzt wieder dieses rechtliche Klein-Klein, was du vorhin angesprochen hattest. Das ist jetzt so ein Kannsatz, ist egal. Wenn es im Parlament Mehrheiten gibt, dann wird das durchgewunken. Aber es gibt es anscheinend nicht.
Ja, also wahrscheinlich ist der FDP das auch unheimlich, dass fast 700 NGOs gefördert werden mit diesem Demokratie-Leben-Ding. Ich behaupte, mit diesem neuen Gesetz sind es wahrscheinlich dann über 1000. Wahrscheinlich. Ach, bam. 11 Jahre Debatte um ein Gesetz und nun war alles umsonst. Die AfD freut sich jedenfalls schon mal. Für die ist klar, das Demokratiefördergesetz ist verfassungswidrig. Und sie sieht bei der Bundesregierung eine Agenda, unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat in einen politisch-linken Gesinnungsstaat zu verwandeln. Was heißt das nun? Ja, das Gesetz korrekt. Schon gescheitert und die Demokratieförderung ein Schaden für die Demokratie, wie manche meinen? Nein, sagt das Innenministerium. Und fand ich jetzt ganz amüsant, dass sie den Punkt irgendwie dem nicht widersprochen hat. Also wie zumindest, dass... Naja, bei dem Wolfgang Kubicki hat es ja noch so süffisant gemeint, naja, ob eine Stiftung links ist, entscheidet Wolfgang Kubicki. Jetzt hier bei dem AfD-Satz, den sie vorgelesen hat, hätte sie ja auch noch irgendwas Albernes dazu sagen können. Aber ich meine, der Satz ist halt so, wie er ist, richtig. Deswegen kann man da nicht viel dagegen sagen. Und man darf denen ja keine Bühne bieten. Ne? Richtig, richtig. Ja. Interessant, dass die überhaupt hier erwähnt wurden. Das stimmt. Gut, als halt die Bösen. Und will weiter an dem Gesetz festhalten, auch nach dem neuen Gutachten. Selbstverständlich halten wir als Bundesinnenministerium und als Verfassungsressort, das dieses Gesetz gemeinsam mit dem Familienministerium vorgelegt hat und es auch im Kabinett beschlossen wurde, dieses Gesetz für verfassungskonform. Das ist ja ganz klar. Die Ausgangslage macht allen demokratischen Parteien Sorgen. Die Übergriffe, das raue Klima, die Gefahren für Menschen, die sich politisch engagieren. Nur sagen die einen, weil das Demokratie bedroht, müssen Vereine, die sich für Demokratie einsetzen, eben verlässlich finanziert werden. Setzt euch halt nicht für Demokratie ein. Das ist das fucking Feigenblatt. Ati, du musst wieder übersetzen. Erstmal hieß es, alle demokratischen Parteien machen sich Sorgen. Alle linken Parteien machen sich Sorgen. Ja, Parteien, die sich für die Demokratie einsetzen. Gesagt, Parteien, die sich für links einsetzen. Na, ich glaube, auch der AfD macht das ja Sorgen. Also, da war ich jetzt überrascht, dass da nicht irgendwie noch ein Nebensatz kam. Aber so ist es doch gemeint gewesen, das meine ich ja gerade. Der Satz, den sie gesagt hat, alle demokratischen Parteien, das musst du einfach besetzen, alle linken Parteien. Genau das ist gemeint, doch, doch. Ja, du hast recht, aber sonst kommt doch immer noch dieser Seitenhieb dann, weißt du? Ja, das soll das halt, gut, der Zuschauer hat das in 1000 anderen Dokus wahrscheinlich schon gehört, dass die nicht demokratisch sind. Das war der seriöse Part. Ja. Und die anderen dagegen... Da werden zu viele linke Organisationen gefördert. Das ist parteilich, sogar noch grundsätzlicher. Demokratieförderung sei nicht unabhängig. Denn jeder Verein, der gefördert werde, der sei auch irgendwie Regierungsorganisation und mache dann, was die Regierung will, weil die ja zahlt. Ja, und wirst du das jetzt irgendwie entkräften in den letzten 8 Sekunden? Nein. Ja, das ist tatsächlich so. Das Lied, ich singe. Richtig. Das Demokratiefördergesetz bleibt heftig umstritten. Ich danke euch fürs Zuschauen bis hierhin und schaut auch gerne die anderen Videos. Ja. Was für ein ekelhafter Werbeclip für das Demokratiefördergesetz. Bezahlt von unseren GEZ-Geldern, ausgestrahlt an 1 Million Menschen. Aber ich fand, also da haben sie jetzt wirklich viel zu wenig die Vorzüge dieses Gesetzes hervorgekommen. Also außer, dass es eine riesige Geldverbrennungsanlage ist anscheinend für irgendwelche NGOs, ja, die keine Planungssicherheit haben, weil sie alle 2 Jahre nochmal neu beantragen müssen. Ja, das war jetzt wirklich inhaltlich sehr arm, aber das ist halt das Ding, weil, naja, das Gesetz ist halt auch nicht so dolle. Also gibt es nichts zu verteidigen. Ja, das mit 10 Jahren Laufzeit, das muss man erstmal schaffen, ne? Gut, ich meine, naja, hier in Dresden, die Waldschlesische Brücke hat 120 Jahre Planungszeit gehabt, also wir reden in 110 so Jahren nochmal. Ah, okay. Ja, leider. Na gut, schreibt uns gern, wie euch der Clip gefallen hat und wie immer, wir freuen uns über jeden Kommentar, wir lesen alles durch, wir antworten auch ab und zu mal. Aber wir lesen auf jeden Fall alles. Genau. So, Not macht halt mal eine NGO auf, ne? Und staubt was aus dem tollen Fördertopf ab. Und für weitere Finanztipps folgt uns. Bis dahin. Ciao. Tschüss.